Als ich durch meine Forschung und auch durch mein eigenes Musizieren und nomadenhaftes Musizieren an verschiedenen Orten in der Welt immer wieder darauf verwiesen wurde, wie die Musiker vor mehreren hundert Jahren die Musik in Europa ausbreiteten und das wechselseitig geschah, dann war mir klar, dass die Musik und die Musiker eigentlich vor vielen hundert Jahren schon die Einigung Europas, so wie wir sie heute verstehen, zunächst über die Wirtschaft, Montanunion, EU und im politischen Bereich, bereits in diesem Bereich im Ausbreiten der Musik vorweggenommen haben. Und ich habe das bei meinen Recherchen und bei meinen Forschungen und bei meinem Aufsuchen von Archiven, Bibliotheken, Klöstern festgestellt, dass die heutigen in unserem Bewusstsein vorhandenen politischen, nennen wir es auch nationalen, sogenannten Grenzen überhaupt im Bewusstsein und der Realität überhaupt nicht existiert haben. Wie viel verloren gegangen ist, darüber, das können wir nur mutmaßen. Wenn wir aber an dem Teil, der auf uns überkommen ist, von dem wir noch nicht alles erschlossen haben und wissen, wo und dass es existiert, dann möchte ich einfach sagen, diesen allgemeinen Satz, wer nicht weiß, woher er kommt, hat keine Ahnung, wo er hingehen soll. Beförderer und Ablehner waren immer vorhanden. Und gerade das ist auch ein fruchtbares Moment der Musik. Diese Auseinandersetzung hat letztlich immer wieder zum Zusammenwirken, wenn wir es in der Rückschau betrachten, geführt. Umso bewundernswerter ist, was daraus entstanden ist und welch einigendes Band diese Musik europäische Menschen, Europäer, egal ob sie aus Sachsen oder aus Burgund kommen, zusammenführt und auch zusammenhält. Wenn wir heute in der Edition sehen, dass dann letztlich dieses Europa, wo ein Haydn nach London geht, ein Mozart in allen Hauptstädten Europas zu Gast ist und die vielen Komponisten, die wir kennen, von dort nach da und von Dresden nach Prag und dann nach Italien zur Ausbildung und zurück wieder nach Dresden kommen. Und wie wir feststellen, dass ein Dvořák dann letztlich von Europa nach USA geht und wir heute durch unser Musizieren mit den Orchestern und von den Solisten nach Japan und völlig andere Kulturkreise kommen. Und deswegen machen wir in dieser Edition, bemühen wir uns exemplarisch, jedes Stück steht für tausend weitere ähnliche Stücke, den Menschen, den Hörern, den Aufnahmebereiten, den Zuhörwilligen, die also auf Kommunikation noch aus sind, eröffnen wir ein Fenster zum Reichtum unserer europäischen Musik. Das ist kein rückwärtsgewandtes Betrachten, sondern das ist ein lebendiges Erschließen dessen, was uns geprägt hat. Umso mehr ist es wichtig, dass diese Edition stattfindet und dass sie die Augen und die Ohren und die Herzen öffnet, überhaupt in unserem menschlichen Zusammensein besser hin und aufeinander zu hören.